Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, wir sind unterwegs, um mit Grunt zusammen das Verschwinden eines Kroganer-Trupps zu untersuchen. Und wir müssen jetzt helfen, dass sie durch hier diese Barriere durchkommen. Deswegen müssen wir die hier jetzt mal zerstören. Und da kommen sie schon. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Kroganer, bereit machen! Ja, wir haben zwar auch Munition, aber ich möchte trotzdem, dass uns das Glück nicht verletzt. Das war ja bisher manchmal ein Problem. So, wo sind wir denn eigentlich hergekommen? Ich glaube, von da hinten. Achso, okay, gut. Die werden da hinten lang gehen, also müssen wir hier lang gehen. Achtung! Noch mehr Eier! Ganz langsam! Natürlich da lang, wo die meisten Eier rumliegen. Oh, aua! Oh nein. Sie ist leer. Wieder keiner. Dass sich das immer ausschaltet mit dieser Reaper-Tech. Aha. Okay. Oh nein, müssen wir krabbeln? Wir müssen krabbeln. Was ist das? Grunt, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Verdammt! Tja, die wollen wohl nicht, dass wir da hinkommen. Oh je, das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich überhaupt gar nicht gut an, was ich hier höre. Da ist ein Schalter. Oh, oh, Vorsicht. Das ist es, Leute! Wo kommst du denn her? Oh nein, oh nein. Ich hasse diese blöden Hasses immer. Oh je. Und da hinten sind, glaube ich... Nee, ist doch... Nee, es ist nur eine von diesen Rachnis. Aber wir müssen mal hier ein bisschen unsere Fähigkeiten... Was ist denn eigentlich mit meiner anderen Waffe? War's das? Ich wechsle mal kurz. Da, die sieht doch gut aus. Fällt mir nämlich eigentlich besser, das Maschinengewehr. Was denn hier drüben? Wo denn? Da lang wahrscheinlich, ne? Da müssen wir, glaube ich, wieder einen Schalter zerstören. Können wir da nicht hoch? Nee. Mm-mm. Erstmal hier gucken. Was der hier so zu liegen hat. Zu liegen. Ach Gott, okay. Die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Da kommt doch bestimmt wieder was. Oh, da kommen sie. Das sind mehrere Energieknoten. Okay, alles klar. Jetzt habe ich das verstanden. Ach. Also irgendwie. Oh, die hat mich auch noch anvisiert. Oder hatte die Idee anvisiert. Im Übrigen wurde ich gefragt, ob ich hier einen Cheat benutze, weil Idee manchmal zweimal da ist. Nein, das ist kein Cheat. Ich cheate nicht. Das ist eine Fähigkeit von Idee. Die kann der Techniker. Sie macht sozusagen ein Abbild von sich, so ein Hologramm.
Und das Hologramm kann, ich weiß gar nicht, wenn man es geskillt hat, glaube ich, Schaden machen tatsächlich. Aber es dient eigentlich vor allen Dingen zur Ablenkung. Ich glaube, wir können sogar so als Bonusfertigkeit können wir das auch auswählen. Also wir haben jetzt als Bonusfertigkeit diese Warp-Munition. Aber wir können theoretisch auch so ein Abbild von uns machen. Wenn wir es auswählen natürlich. Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen rede ich nicht. Diese Rachnis sind nämlich ziemlich mies. Den fiesesten Gegnertyp haben wir zwar noch nicht kennengelernt, aber... Also in meinen Augen der fieseste. Aber die Rachni kommen schon sehr nah hin. Okay, das sollte jetzt der letzte Knoten sein. Können wir nochmal eine Firestorm einsammeln, aber die brauchen wir eigentlich momentan nicht. Oh, ja. Das war die Rachni da hinten. Vorsicht, unten bleiben. Ich hab keine... Scheiße, ich hab gar keine mehr. Ich hol mal Idi wieder zurück. Denn da müssen wir schon mit geballter Macht müssen wir hier dran. Komm, Husks. Was war das denn? Aber ich habe diesen Barrieremotor dann noch mit kaputt gemacht. Was? Shepard, die Rachni ziehen sich zurück. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen sie es zu Ende. Verstanden. Was zum... Der unerträgliche Ton. Ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Ihr lauscht den Kindern. Sie sind still. Oh, die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigen. Ferne. Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja. Der stechende Ton der Maschinen ist überall. Ich lasse Sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten, uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren verdrängt. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen?
Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien Sie uns. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht zu viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hierbleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Ja, wir haben es wieder mit derselben Rachni-Königin zu tun, die wir im ersten Teil gerettet haben auf Noveria. Im zweiten Teil hat sie uns eine Nachricht zukommen lassen, dass sie sich wirklich auf einen anderen Planeten zurückgezogen haben und dort eigentlich friedlich leben wollen. Dann haben die Reaper sie aber gefangen genommen und jetzt sozusagen missbraucht, um Rachni-Krieger herzustellen. Wir vertrauen ihr wieder und verhelfen ihr bei der Flucht. Und Grant wird das schon machen mit der Kompanie Aralak, denke ich mal. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen ihnen Zeit. Grant, zurück zu unserer Position, führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Commander! Das ist ein Befehl, sie ist zu wertvoll, wir dürfen sie nicht verlieren. Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Grant! Hat jemand was zu essen dabei? Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Shepard, Sie haben es geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Ja, das hat er. Also, wenn man im zweiten Teil Grant, wenn im zweiten Teil Grant nicht überlebt hat und der unbekannte Kroganer, der dann die Aralak
Company anführt, der überlebt natürlich diesen Kampf nicht. Grunt überlebt den Kampf auch nicht, wenn man nicht genug Loyalitätspunkte gesammelt hat im zweiten Teil. Also, wir haben aber das getan, wir haben die höchsten Freundschaftspunkte sozusagen erhalten, deswegen hat Grunt sich da durchgekämpft und ist jetzt am Leben. Noch. Es war blutig, Rex. Wir hätten sie brauchen können. Ich war zu sehr mit Reden beschäftigt. Das ist verrückt. Ein Krieg tobt und ich muss den Frieden bewahren. Ich habe gehört, sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davon gekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben doch Ideen, Mordin. Sie haben die Genophage schon einmal verändert. Es muss einen Weg geben. Möglichkeit besteht immer. Aber zeitbegrenzt. Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen. Grundwasser zu langsam. Freiwillige Impfung riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel, konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tuchanka gebaut. Auch von Turianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Morten nickt. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tuchanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Morden. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Wieso haben wir denn Abtrünnigpunkte bekommen? Sauerei. So, wir haben jetzt die Rachni-Arbeiter und den Killertrupp des Shadow Brokers, den ich glaube ich bei irgendeiner Scannerei gefunden habe. Dann natürlich die Kroganer und zwar erstmal Grunt. Und dann natürlich die Company Aralak, die zu Grunt dazugehört. So, hier könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Okay, gut, dann müssen wir mit Anderson reden. Wenn der mit uns sprechen möchte. Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Fast. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten Sie noch ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nahe. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Dafür haben Sie mich angeheuert. Eigentlich sollen Sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik Sie nicht zu sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm. Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch, nur um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch?
Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe. Der Tod hat sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Also, es klingt nicht sehr gut, was er uns von der Erde berichten kann. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir wahrscheinlich weiter auf T'Chanka vorrücken, denn wir haben jetzt schon die Möglichkeit, die Genophage zu heilen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und seid dabei. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.